Ist's Wahnsinn, hat es doch Methode. Der Papst als Herr der Kirche ist also tatsächlich Herr der Welt, und zwar ohne Einschränkung. Nicht nur die Katholiken sind ihm Gehorsam schuldig, sondern auch die Nicht-Katholiken, ob sie nun getauft oder ungetauft sind. Allerdings besteht ja noch ein gewisser Unterschied zwischen beiden Arten von Nicht-Katholiken, doch nur zu Ungunsten der Getauften, der Ketzer, deren bewusster Ungehorsam strafwürdiges Verbrechen ist. Es sei nur erinnert an die immerhin etwas gar zu offenherzige Auslassung des Jesuiten Brochs in der ersten Auflage seines modernen ABC unter dem Stichwort Inquisition. Zitat: Ein Heretiker ist ein Mensch, der wissentlich und gegen sein Gewissen vom wahren Glauben abfällt. Das ist gewiss eine große Sünde, wofür nach der Heiligen Schrift er die ewige Höllenstrafe verdient hat. Verdient hat ein Heretiker also auch den irdischen Tod. Ende Zitat. Unter dem Druck der erregten öffentlichen Meinung hat der arme Pater die Stelle zwar in den folgenden Auflagen seines Buches ausgemerzt, aber natürlich nicht aus seinem katholischen Selbstbewusstsein. Das wäre auch zu viel verlangt, da das Recht auf Bestrafung der Ketzer auch heute noch in weitem Umfang aufrechterhalten wird. Sollte doch sogar auf dem Vatikanischen Konzil der Satz für ewige Zeiten festgelegt werden. Zitat: Wer da sagt, von Christus, unserem Herrn und Erlöser, sei der Kirche nur die Macht übertragen, durch Rat und Zuspruch zu leiten, nicht aber durch Gesetze zu befehlen und die Irrenden und Widerspenstigen durch äußeres Gericht und heilsame Strafen zu zwingen und zurückzuhalten, der sei im Banne. Ende Zitat. So hatte die letzte Lesung von Roms Ziele in Theorie und Praxis von Gustav Mix aus 1911 aufgehört. Und mit dieser Wiederholung wollte ich auch die neue Lesung heute am 3. Mai 2021 beginnen. Ich hatte heute Nachmittag bereits die 32. Lesung gemacht von Henry Charles Lear, Geschichte der Inquisition, und auch da sprachen wir ein wenig über, wie die geistige Macht die weltliche Macht beherrscht, wie die geistige Macht fordert, der weltlichen Macht ihr zu gehorchen. Ja? Und das war ja auch das Thema der vorigen Lesung hier. Und ich finde es wunderbar, wenn die verschiedenen Lesungen sich so wunderbar in der Hinsicht ergänzen, weil ich habe am Wochenende im Taxi das andere Buch von dem Herrn Mix gelesen, das Schuldbuch der Jesuiten. Und da ist genau das gleiche Thema nochmal deutlich hervorgekommen. Und da sind ein paar Aussagen drin, die finde ich so wunderbar. Da habe ich mir überlegt, da möchte ich euch heute mal eine kleine Kostprobe von geben, bevor wir in diesem Buch weiterfahren. Und dann werde ich da mal kurz ein Stück draus vorlesen. Nur eben noch eine kleine Anmerkung. Also es ist inzwischen schon dunkel. Ich lese hier mit einer Leselampe. Und dieses alte, verblichene Buch mit der schwarzen Frakturschrift ist in diesem Licht sehr schwierig zu lesen. Also bitte ich ein wenig um Nachsicht. Und auf der anderen Seite habe ich mir, es ist schon 9:30 abends, gerade noch eine Tasse Kaffee gemacht und trinke da auch ab und zu mal von. Da weiß ich nicht, ob ich jedes Mal auf Pause drücke. Aber mal sehen, also wir lesen aus diesem Buch, das Schuldbuch der Jesuiten, oder aus dem Schuldbuch des Jesuitenordens von Gustav Mix, erschienen 1911. Ich habe die ersten, wie weit bin ich gekommen hier, 22, 23 Seiten habe ich gelesen. Und was ich euch gerne mal vorlesen wollte, ist eine kleine Stelle. Es gibt viele interessante Stellen hier, davon abgesehen. Aber es geht hier um das erste Kapitel, ist es glaube ich noch. Oder ist es das zweite Kapitel schon? Mal eben zurückblättern hier. Das erste Kapitel, der Jesuitismus, der Begriff Jesuitismus. Und nachdem hier eine ganze interessante Sachen stehen, Zitate und solche ganzen Sachen, steht hier am Ende auf Seite 18, dass auch Bismarck nicht viel anders von den Jesuiten gedacht hat, beweist sein bekanntes Wort vom 28. November 1885. Zitat: Die Gefahr, die gerade die Tätigkeit der Jesuiten für Deutschland keine Einigkeit und keine nationale Entwicklung hatte, liegt ja nicht in dem Katholizismus der Jesuiten, sondern in ihrer ganzen internationalen Organisation und in ihrer Zerstörung und Zersetzung der nationalen Bande und der nationalen Regungen überall, wo sie denselben bekommen. Die Jesuiten werden schließlich die Führer der Sozialdemokraten sein.
Und bei dem letzten Satz, die Jesuiten werden schließlich die Führer der Sozialdemokraten sein, da musste ich ein schallendes Gelächter ausbrechen, wenn ich an die Zeit denke, seit 2000, nur knapp 2000, wird ja Deutschland auch von Sozialdemokraten regiert, bis dann die Merkel kam. Und die ist ja inzwischen auch mehr links als irgendeine andere CDU-Person vor ihr im ganzen Leben. Also, die Jesuiten werden schließlich die Führer der Sozialdemokraten sein. Ja, weise gesagt, Bismarck, weil ein paar Jahre später mit der bolschewistischen Revolution hatten wir ja wohl auch Jesuiten, die den Kommunismus da in Russland gegründet hatten. Interessant ist dann auch noch der nächste Absatz auf Seite 19, da geht's weiter und da steht: Thomas Carlyle, endlich der große Historiker und protestantische Prophet, sieht in dem Evangelismus des Ignatius vielleicht die seltsamste und unzweifelhaft eine der verhängnisvollsten Lehren, die jemals bisher unter der Sonne gepredigt worden ist. Er erkennt darin die Giftquelle, aus der diese Ströme von Bitterkeit geflossen sind, die jetzt die Welt überfluten. Ja, das kommt aus seinem Latter-day Pamphlets Nummer 8 aus Seite 249. Und außerdem ist er der Ansicht, dass das Wort Jesuitismus heutzutage in allen Ländern einen Begriff bezeichnet, für den es vorher kein Urbild in der Natur gegeben hat. Also kein Vorbild. Und welches ist ihm der Inhalt dieses Begriffs? Wir können es aus der schmerzlichen Klage entnehmen, die er annimmt. Ach, die Vertreibung des Jesuitenordens nützt uns wenig, wenn der jesuitische Geist sich allenthalben im Leben der Menschheit eingenistet hat. Was wir zu beklagen haben, ist, dass alle Leute Jesuiten geworden sind. Dass niemand die Wahrheit spricht, weder zu anderen noch zu sich selbst, sondern dass jedermann lügt, mit lästerlicher Kühnheit, ohne es zu merken, dass er lügt. Ende Zitat. Jesuitismus und Verlogenheit bis ins innerste Mark, das sind also nach Carlyle völlig gleichlautende Begriffe. Er hat vollkommen recht. Also ich hatte ja eigentlich nicht vorgenommen, dieses Buch jemals online zu lesen, weil ich wollte ja gerne diesen Israel-Betrug machen, aber ich fürchte, dieses Buch wird mir da noch irgendwie zwischenkommen, weil das ist wirklich unheimlich interessant zu lesen. Ich kann da am Wochenende kaum die Flossen von lassen. Finde es fast schade, wenn ich mal Auto fahren muss, dass ich das Buch nicht lesen kann in dem Moment. Aber ich verschlinge das im Augenblick und werde probieren, das dann doch irgendwann mal online lesen zu können. Aber im Augenblick sind wir noch mit Roms Ziele in Theorie und Praxis beschäftigt von demselben Autoren. Ja? Und ich fand es nochmal wichtig, diesen letzten Teil auf der einen Seite, also Seite 11 und den Anfang auf Seite 12 nochmal zu lesen, zur Einstimmung in die Lesung heute, wo wir jetzt weitergehen in dem Buch. Und da sagt er, und das ist auch gleich wieder ein Satz, wo ihr drüber nachdenken könnt, deswegen ist auch fast alles angestrichen hier, die Heiden und Juden haben, im Unterschied zu den, von den Ketzern, immerhin noch das Privilegium Ignorantiae. Die Entschuldigung durch Unkenntnis für sich. Freilich auch nicht für immer, denn es ist, Zitat, für alle Menschen Pflicht, der Kirche sich anzuschließen, da ohne Zweifel jeder Mensch verpflichtet ist, den von Gott angebotenen Weg der Seligkeit zu betreten, wenn dieser sich darbietet. Ende Zitat. Zitat aus einem Werk von Eberle auf Seite 11. Die Heiden und Juden haben im Unterschied von den Ketzern immerhin noch das Privilegium Ignorantiae. Also die Heiden und Juden haben die Entschuldigung durch Unkenntnis. Naja, also Heiden und Ketzer, ich weiß nicht, wo jetzt da der große Unterschied ist. Weil schlussendlich ist es ja so, dass die römische katholische Kirche jeden als Heretiker bezeichnet, der eben sich nicht ihrer Ordnung, also ihrer sozialen, ihrer politischen Ordnung unterwirft, oder sich nicht an die geistigen Dogmen der römisch-katholischen Kirche hält. So ein Heide tut das nicht, wobei der Heide, naja, also wenn wir es jetzt mal biblisch betrachten, natürlich sind Heiden und Katholiken dasselbe, weil sie beide nicht das wahre Christentum verfolgen. Aber aus Sicht der römisch-katholischen Kirche sind eben Heiden noch wieder andere, die aber trotzdem auch Sonnenanbetung haben, abergläubische Religionen verfolgen, Götzenanbetung tun und so weiter. Und Juden sind natürlich diejenigen,
die den Judaismus folgen. Also da sprechen wir nicht von wahren Juden, von Juden im Sinne der Bibel, das heißt wahre Juden oder wahre Israeliten im Glaube, im Samen von Abraham, sondern da sprechen wir von fleischlichen Juden, die dem Judaismus und dem babylonischen Talmud und ähnlichen Dingen folgen. Und die haben eben, sagt die römisch-katholische Kirche hier, noch die Entschuldigung durch Unkenntnis vor sich. Aber das können sie auch nicht ständig gebrauchen, denn jeder Mensch, so sagt Ebele dann ja hier, ist früher oder später dazu gerufen, den angebotenen Weg der Seligkeit zu betreten, wenn dieser sich darbietet. Na, dafür muss man ihn erstmal erkennen. Also, finde schon ziemlich starke Worte, dass Heiden und Juden die Entschuldigung durch Unkenntnis haben. Mit anderen Worten, die Ketzer können das nicht einrufen, weil sie eben absichtlich dem Gewissen nicht folgen. Und ich hatte ja letztes Mal gesagt, es geht hier nicht um das Gewissen, wie der Autor hier schreibt, sein Gewissen, sondern es geht eigentlich gegen das Gewissen des Papstes. Ne? Ein Heretiker ist ein Mensch, der wissentlich und gegen sein Gewissen vom wahren Glauben abfällt. Hatte ich ja erklärt, den Satz, wie er eigentlich verstanden werden muss, dass ein Heretiker ein Mensch ist, der wissentlich und absichtlich gegen das Gewissen des Papstes angeht. Das ist der Punkt. Und deswegen kann natürlich ein Ketzer in diesem Fall nicht die Ignoranz durch Unkenntnis für sich oder die Entschuldigung durch Unkenntnis für sich geltend machen. Ein Ketzer, also ein Ketzer im Sinne der römisch-katholischen Kirche, ein wahrer bibelgläubiger Christ, ist nicht ignorant, hat keine Unkenntnis. Im Gegenteil, das ist das Problem. Gerade weil ich die Kenntnis habe, durch die Bibel, durch das wahre Wort Gottes, erkenne ich die römisch-katholische Kirche als die satanische Kirche, die sie ist. Das ist ein ewiger Streit, der wird sich nie hinlegen, der wird sich nie geben, der wird immer so bleiben. Das muss man eben mal verstehen. Außer man knickt ein. Aber ich für meinen Teil, ich knick nicht ein. Im nächsten Absatz fährt der Autor fort und sagt, jedenfalls aber unterstehen alle getauften Christen, auch die Ketzer, der Herrsch- und Strafgewalt der Kirche. Also ob ich mit der Kirche was zu tun haben will oder nicht, ist wurscht. Die Kirche behauptet, ich unterstehe ihr sowieso. Und weil ich ihr unterstehe, kann sie alle ihre Gesetze auf mich anwenden. Und das ist die Entschuldigung der Verfolgung, um das mal eben ganz kurz deutlich zu sagen. Eben weil sie getauft sind, sind sie, Zitat, auch an sich zur Beobachtung des christlichen und kirchlichen Gesetzes verpflichtet und sind in allen ihren Handlungen, insbesondere in der Eheschließung, dem kirchlichen Rechte unterworfen. Ende Zitat. Über die Eheschließung, da könnten wir jetzt auch nochmal eigene Sendungen drüber machen, aber ich will da gar nicht so tief reingehen. In der Bibel steht ganz klar geschrieben, was Gott verbindet, soll der Mensch nicht trennen. Ja? Und was verbindet Gott, wenn zwei Menschen sich im wahren Glauben und in der Liebe finden und vereinen? Und wie in der Bibel im Genesis geschrieben steht, wenn Mann und Frau eins werden. Wie werden sie eins? Durch die in diesem Fall geschlechtliche Vereinigung. Und das ist im Grunde auch in der Bibel die Heirat und damit die Ehe. Ja? Was die römisch-katholische Kirche aus der Ehe macht, ist eine ganz andere Sache. Und eben da will ich jetzt hier nicht zu tief reingehen, weil die Ehe ist ja in der römisch-katholischen Kirche sogar ein Sakrament. Das brauche ich also zur Seligwerdung. Aber die Ehe, die ich in der römisch-katholischen Kirche führe und die Ehe, die ich vor der römisch-katholischen Kirche schließe, ist nicht dieselbe wie eine biblische Ehe. Das ist ein ganz großer Unterschied. Und das sollte ein jeder, der jetzt nicht versteht, was ich hier sage, für sich selber mal vor allen Dingen anhand der Bibel eben studieren. Diese Zeremonien, diese Traditionen, ja, die in der Kirche die Hochzeit auf der einen Seite machen, auf der anderen Seite die Ehe sind, wo dann auch noch der Papst und der Priester die Möglichkeit haben, sich in das Eheleben einzumischen, hauptsächlich auch durch, nicht zu vergessen, in unseren früheren Lesungen ja oftmals erwähnt, durch den Beichtstuhl, ja, wo dann die Ehefrau im Beichtstuhl einen anderen Ehemann bekommt, nämlich den Priester, und der die Stellung des Ehemanns im Grunde einnimmt, ja. Die römisch-katholische Kirche hat von der Ehe ein ganz anderes Verständnis, als die Bibel das hat. Ja? Und solche Dinge wie diese ganzen Hochzeitsfeiern und sowas, das steht in der Bibel komischerweise überhaupt nicht drin. Ich sage nicht, dass da keine Hochzeit gefeiert wird, weil in der Bibel gibt es ja auch im Neuen Testament die Hochzeit von Kana, ne, wo sie da heiraten. Natürlich kann man da ein Fest dran binden, aber Kaffee,
Schuld, muss man eben Kaffee trinken. Aber das, was da heute von gemacht wird, hat da ja wenig mit zu tun. Ja? Und es geht nicht darum, ein großes Fest zu machen oder so. Es geht darum, dass zwei Menschen sich finden in ihren Gefühlen und vor allen Dingen aber auch in ihrem Glauben. Ja? Dass zwei Menschen eben auch damit einverstanden sind, dass sie die biblische Hierarchie der Familie akzeptieren. Der Mann ist das Oberhaupt der Familie und die Frau ist dem als Helferin zugestellt. Das ist nun mal eine biblische Ehe. Und das heißt nicht, dass der Mann irgendeine Autorität, also physisch oder was, über die Frau ausüben muss, sondern das heißt eben, dass sie beide Pflichten gegenseitig haben. Das ist ja heute in Ehen nicht mehr so besonders. Wenn der Autor hier schreibt, dass eben weil sie getauft sind, sind sie auch an sich zur Beobachtung des christlichen und kirchlichen Gesetzes verpflichtet und sind in allen Handlungen, insbesondere in der Eheschließung, dem kirchlichen Recht unterworfen. Dann schließe ich eben hier eine Ehe nach dem kirchlichen Rechte. Und das ist der Punkt, der hier eben wichtig ist. Wenn ich, Jörg, jemals heiraten würde, dann würde ich das tun unter dem Recht der Bibel, im Licht der Bibel und nicht irgendwelchen kirchlichen Rechte. Und das ist der ganz große Unterschied. Ja? Weil in der Kirche wird die Ehe anders definiert als in der Bibel. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir uns das eben auch mal zwischen Anführungszeichen hinter die Ohren schreiben. Ja? Das kann man übrigens nachlesen im Staatslexikon der Görres-Gesellschaft, zweite Auflage, Band 2, Seite 847. Wie gesagt, ich werde die Brunnen nicht immer vermelden. Hier und da mache ich das mal, dass ihr wisst, dass dieses Buch eben auch sehr gut fundiert ist mit seinen Brunnen. Also alles wirklich sehr gute Quellenangaben dabei sind. Und das fährt der Satz dann fort, fährt der Autor hier fort, und das, wie der Jesuit Werns, ja, das ist der General der Jesuiten Anfang des 20. Jahrhunderts, ein Deutscher, und das, wie der Jesuit Werns in seinem Jus Decretalium ausdrücklich hervorhebt, Zitat, nach göttlichem Recht auch wider ihren Willen und ohne ihre Einwilligung, Ende Zitat. Also, mit anderen Worten, alle getauften Christen unterstehen der Herrsch- und Strafgewalt der Kirche, und der Werns fügt da hinzu in seinem Jus Decretalium und sagt, nach göttlichem Recht, wobei er natürlich auf den Gott in Rom anspielt und nicht Elohim im Himmel, auch wider ihren Willen und ohne ihre Einwilligung. Also ohne meinen eigenen Willen und ohne meine eigene Einwilligung bin ich der römisch-katholischen Kirche auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Das sagt der Werns hier. Und das erinnert mich an den Satz, den ich gerade eben gelesen hatte in dem Buch über das Schuldbuch der Jesuiten, wo drin steht, dass wir alle Jesuiten sind, dass wir alle Jesuiten gemacht, dass wir alle jesuitisch gemacht werden durch Ausbildung. Das ist ein interessanter Teil in dem Buch, da lasse ich es jetzt mal drüber. Aber das sagt der Werns ja im Grunde ganz genauso. Denn wenn ich ohne eigene Wahl und ohne eigene Einwilligung doch der römisch-katholischen Kirche unterworfen bin, dann bin ich ja komplett ein Gegenstand nur, den sie behandeln, wie sie wollen, ohne dass ich irgendwas dazu zu sagen hätte. Den gleichen Standpunkt vertritt dann auch die Berliner Germania, das ist also eine Zeitung oder Zeitschrift aus dem Beginn des 20. Jahrhunderts, noch ganz neuerdings, wenn sie in ihrer wissenschaftlichen Beilage vom 17. Januar 1901 schreibt, Zitat, nach katholischer Lehre schlingt die heilige Taufe ein lebenslängliches Band um den Täufling und die Kirche, welches vollständig nicht gelöst werden kann. Wenigstens stehen auch die abgefallenen Heretiker unter der Gewalt der Kirche, und darum dürfen sie auch, wie weiter ausgeführt wird, trotz ihrer Trennung von der Kirche von dieser bestraft werden, selbst mit dem Tode. So. Und das sollte uns jetzt zu denken geben, wenn wir ein wenig zurückschauen auf das Zweite Vatikanische Konzil. Das Konzil, das stattfand zwischen Dezember 1962 und 1965. In diesem Zweiten Vatikanischen Konzil wurde damals beschlossen, dass die Ketzer, die Heretiker, die abgefallenen Protestanten nicht mehr Ketzer, Heretiker genannt werden, sondern separate Brüder. Separated Brethren, wie man so schön im Englischen sagt. Ja? Separate oder abgeteilte Brüder.
Also Brüder, wo dann doch irgendwas abgeteilt ist von uns, von der römisch-katholischen Kirche aus gesehen. Wenn ich das berücksichtige und ich lese dann diesen letzten Satz nochmal, dann verstehe ich, was eigentlich im Zweiten Vatikanischen Konzil festgelegt wurde, was hier bereits in Germania erschienen war. Germania schreibt, wenigstens stehen auch die abgefallenen Heretiker unter der Gewalt der Kirche. Das ist das Ende des Zitats. Und dann fährt der Autor fort und sagt, und darum dürfen sie auch, wie weiter ausgeführt wird, trotz ihrer Trennung von der Kirche, von dieser bestraft werden, selbst mit dem Tode. Und das bestätigt genau, was ich immer gesagt habe. Das Zweite Vatikanische Konzil, das Ökumenische Konzil aus den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, hat nichts verändert an den Bestimmungen des Konzils von Trient. Und das ist genau das, was der Autor hier ganz deutlich sagt. Darum, weil sie eben unter der Gewalt der Kirche stehen, auch sind sie abgefallen, ja, abgefallene Heretiker, getrennte Brüder, ja, ihr seht das Gleichnis. Darum dürfen sie auch, wie weiter ausgeführt wird, wir lesen ja noch weiter, wie weiter ausgeführt wird, trotz ihrer Trennung von der Kirche, von dieser bestraft werden, selbst mit dem Tode. Also, obwohl ich von der Kirche getrennt bin, hat die Kirche trotzdem immer noch Autorität über mich. Und wenn die Kirche mich bestraft und wenn die Kirche mich tötet, dann tut sie das in ihrem vollen Recht. Und das, meine lieben Brüder und Schwestern, ist die Zeit, in der wir heute leben. Das hat sich nie verändert. Die römisch-katholische Kirche ist semper eadem, unveränderlich. Wenigstens stehen auch die abgefallenen Heretiker unter der Gewalt der Kirche und darum dürfen sie auch von dieser bestraft werden, selbst mit dem Tode. Es war also nur die gleiche Grundanschauung, die der Pius IX. In seinem Schreiben vom 7. August 1873 an Kaiser Wilhelm I. Ausdruck gab, wenn er betonte, dass, Zitat, jeder, welcher die Taufe empfangen hat, in irgendeiner Art und irgendeiner Weise dem Papste angehört. Ende Zitat. Nochmal der Kernsatz. Jeder, welcher die Taufe empfangen hat, gehört dem Papste an. Ja, in irgendeiner Art oder in irgendeiner Weise. Das behauptet Antichrist Papst Pius IX. Pio IX. 1873. In einem Schreiben an den deutschen Kaiser. Jeder, welcher die Taufe empfangen hat, ist in irgendeiner Art und irgendeiner Weise dem Papste angehörig. Nun, ich persönlich wurde mit knapp 14 Jahren damals in der evangelischen Kirche getauft, weil ich mich konfirmieren lassen wollte, weil ich eine Feier und Geschenke haben wollte. Ich war gierig und ich war geil auf Geschenke. So einfach war es. Mit dem Glauben hatte das nichts zu tun. Und deswegen sagt die römisch-katholische Kirche heute noch, bin ich ihr untertan, wegen der Taufe. Weil die protestantischen Kirchen sind ja sowieso alle zurückgekehrt unter die Fittiche von Mama, der römisch-katholischen Kirche, der Hure von Rom. Ne? Also bin ich durch die Taufe ein Mitglied der römisch-katholischen Kirche. In ihren Augen, in meinen nicht. Bin zu der Taufe gegangen mit einem Bundeswehrschiffchen auf, hatte meine Kampfstiefel an, weil ich danach noch eine Übung gemacht habe mit ein paar Freunden im Friedrichsruher Wald, da wo der Bismarck damals gelebt hat. Oder gestorben ist. Friedrichsruhe, da im Osten von Hamburg. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Wie gesagt, jeder, der die Taufe empfangen hat, ist dem Papste angehörig. Das behauptet die römisch-katholische Kirche. Und ob das jetzt so ist oder nicht, der Punkt ist, die römisch-katholische Kirche macht sich den Staat zu Diensten, und Kirche und Staat zusammen werden deren Dekrete und Dogmen und Gesetze schon umsetzen. Das ist der Punkt. Das ist das Leben, in dem wir leben. Das heißt, wenn ich auch nur auf irgendeine Art und Weise versuche, in dieser Welt zu leben, weltlich zu leben, dann bin ich immer auf Gedeih und Verderb dem Papst und der römisch-katholischen Kirche ausgeliefert. Da gibt es gar kein Entkommen. Das ist das, was dieses Schreiben hier so ganz deutlich sagt. Und das ist das, was einem jeden Mal deutlich werden sollte. Da kommen sie dann wieder so mit solchen Kommentaren hier unter dem Video von ja, verfassungsgebende Versammlung und dies und das und Freiheit und jubidu.
Nix Friede, Freude, Eierkuchen und verfassungsgebende Versammlung. Alles Quatsch, alles weltlich. Und im Weltlichen gibt es keine Lösung für diese Probleme. Die gibt es nur im Geistigen. Und die einzige geistige Lösung, um dieser weltlichen Macht zu entrinnen, ist Jesus Christus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, sagt Jesus. Und so ist es. Hier in dieser Welt sind wir total verloren. Können wir nichts machen. Sind wir Sklaven, obwohl wir es nicht mal wollen. Entweder weil wir es nicht mal wissen oder weil wir es nicht wollen, weil wir absichtlich dagegen sind oder weil wir unabsichtlich dagegen sind, aber wir sind dagegen und trotzdem können wir nichts machen. Die römisch-katholische Kirche sagt, wir haben dich doch im Griff. Und ich werde das jetzt nochmal ein wenig erhöhen, ein wenig erweitern. Ich sage jetzt mal, hier steht jeder, der die Taufe empfangen hat, gehört dem Papst an. Ich gehe so weit, um zu sagen, jeder, der eine Geburtsurkunde vom Staat empfangen hat, gehört dem Papst an. Denn damit bin ich eine kreierte Person in der Schöpfung des Antichristen. Damit raubt der Antichrist mich meinem Gott, der mich geschaffen hat, kurz nach meiner Geburt. Da kann ich noch gar nicht ein Veto einlegen und sagen, von ich will keine Geburtsurkunde. Die hast du. Und damit bist du im Staate registriert. Und der Staat ist der Kirche hörig. Ergo bin ich der Kirche registriert. Ob ich das jetzt durch eine Taufe noch bestätigen lasse oder nicht, in den meisten katholischen Ländern wird ja dann direkt getauft, in manchen anderen Ländern eben nicht gleich direkt. Wie gesagt, ich war auch erst mit 14, aber selbst wenn man da dann hingeht und sich taufen lässt, dann ist man sowieso mit Gedeih und Verderb dem Papst ausgeliefert. Aber ich lasse jetzt mal hier das Wort Taufe weg und ersetze das Wort Taufe mit Geburtsurkunde. Jeder, der die Geburtsurkunde empfangen hat, ist dem Papst angehörig. So. Ich kenne nicht alle kleinen Worte des Gesetzes, aber ich bin sicher, dass das auf die eine oder andere Weise sowieso im römisch-katholisch-kanonischen Recht drinsteht. Und das römisch-katholisch-kanonische Recht ist das Recht, an das sich das bürgerliche Gesetzbuch halten muss. Also, das, was im bürgerlichen Gesetzbuch steht, steht genauso gut im römisch-katholisch-kanonischen Recht, da wir in Staaten leben, ich in Belgien, ihr in Deutschland, die ein gültiges Konkordat mit der römisch-katholischen Kirche haben. Und damit ist Ende Diskussion. Jeder, der die Taufe, jeder, der die Geburtsurkunde empfangen hat, ist dem Papste angehörig. Ja, das ist was zum Nachdenken, ne? Solche Behauptung, sagt der Autor, wird uns freilich nach den bisherigen Darlegungen nicht mehr weiter verwunderlich vorkommen. Mich hätte es gewundert, wenn es hier nicht drinstehen würde. Die katholische Kirche erhebt eben mit ihrem Anspruch, die allein Seligmachende zu sein, zugleich auch den Anspruch auf Alleinberechtigung in Staat und Gesellschaft. Das Prinzip der Gewissens- und gar der Kultusfreiheit ist der römisch-katholischen Kirche ein Unding. Wie Antichrist Gregor der 16. es in seiner Bulle Mirari Vos vom 15. August, ausgerechnet 15. August, ne, Tag der Himmelfahrt der Himmelskönigin, 1832, also der Vorgänger von Pius dem 9., für, Zitat, eine irrige und verkehrte, ja, eine wahnwitzige, der schmutzigen Quelle des Indifferentismus entstammende Behauptung, erklärte, dass für jeden Menschen als selbst eigenes Recht die Gewissensfreiheit bestehe. Das ist Hönsbrüch. So verdammt Pius der 9. in seiner Enzyklika Quanta Cura, die ungefähr zur selben Zeit und kurz vor erschien vor dem Syllabus der Fehler, vom 8. Dezember 1864, im Anschluss an diesen Ausspruch seines Vorgängers die Behauptung, Zitat, zweifellos sei die Gewissens- und Kultusfreiheit ein jedem Menschen zustehendes Recht, welches in jedem wohl eingerichteten Staate durch Gesetz verkündigt und geschützt werden müsse. Und auch Antichrist Leo der 13. ist nicht müde geworden, die Ausbreitung des Protestantismus in Rom zu beklagen. Ja, er hat's lebhaft bedauert, dass ihm keine wirksamen Mittel zur Ausrottung der Ketzerei, vornehmlich in Rom, zur Verfügung ständen. Tja, also mit anderen Worten, das Prinzip der Gewissens- oder gar Kultusfreiheit ist
der römisch-katholischen Kirche ein Unding. Das Problem ist, mit solchen Leuten wie mir, mein Gewissen ist gekoppelt an das Wort Gottes, an die Bibel. Die höchste Autorität für mein Gewissen ist Gottes Wort und nicht das Wort des Papstes in Rom. Und da haben wir einen immerwährenden, nicht zu beendenden Konflikt. Der nächste Satz ist blau angestrichen und deswegen auch wichtig. Es steht hier: Jedenfalls verlangt Rom weitgehendste Toleranz für sich in protestantischen Ländern, während es gern auch die leiseste Spur von Religionsfreiheit dort versagt, wo es selbst im Besitze der Macht ist. Dieser Satz fasst die Dinge, die ich so oft sagte, sehr gut zusammen. Und jeder, der sich erinnert an meine Lesung vom Herrscher des Bösen, der weiß sofort, wo dieser Satz drum geht und dass das genau das ist, was sie mit den Vereinigten Staaten von Amerika gemacht haben. Zur Gründungszeit der Vereinigten Staaten von Amerika, 1776 mit der Unabhängigkeitserklärung, 1789 mit dem Ausrufen des unabhängigen Staates Vereinigten Staaten von Amerika, ne, da wurde ja dann die Verfassung in Arbeit gesetzt, also die Verfassung wurde damals ausgerufen und der Staat gegründet, so, 1789. Zu der Zeit waren in Amerika weniger als 2% Katholiken. Die Menschen, die damals die Regierung gemacht haben, die ganzen wichtigen Papiere gemacht haben, das waren alles Menschen, die in Geheimorganisationen organisiert waren. Meistens Freimaurer. Hauptsächlich Freimaurer. Wie zum Beispiel George Washington. Das ist alles kein Geheimnis. Und Freimaurer sind nun mal nichts anderes als der protestantische Arm der Jesuiten. Und die Jesuiten sind die Militäreinheit der römisch-katholischen Kirche. Also hat weitestgehend im Verständnis die römisch-katholische Kirche die Vereinigten Staaten von Amerika gegründet. Aber sie waren in der Unterzahl und sie mussten ganz, ganz leise auftreten. Für Jahre, 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 selbst bis heute. Heute treten sie viel lauter auf. Präsident Trump hat vor einigen Jahren gesagt, ich werde für Katholiken kämpfen. Das ist in meinen Videos von Donaldus Trumpius, könnt ihr euch gerne anschauen in Englisch, da ist das drin. Live. Könnt ihr das selbst sehen und hören, wie er das sagt. I will fight for Catholics. Ja, ich werde für Katholiken kämpfen. Also, zur Zeit der Gründung der Vereinigten Staaten waren sie in der Unterzahl. Und dann fragt Rom das, was sie vorher nicht hatten. Das war ja der große Punkt bei Herrscher des Bösen. Vor 1776 gab es die puritanischen Gesetze. War Katholiken verboten, nicht nur ihre Messe zu halten, sondern auch Weihnachten zu feiern, Ostern zu feiern. Messen waren verboten, man durfte keine Messe halten, man durfte den Eucharist also auch nicht genießen in Amerika, nicht offiziell, das war verboten. Und mit 1776 wurde Religionsfreiheit in Amerika eingeführt und dann hat natürlich die römisch-katholische Kirche Toleranz gefordert, also dass die Protestanten das ertragen müssen, dass die Katholiken jetzt durch die Religionsfreiheit eben ihre abergläubische, sonnenanbeterische, satanische Religion ausüben dürfen. Und die römischen Katholiken durften auf einmal auch offiziell Ämter besetzen. Und wir wissen ja, dass ein römischer Katholik an allererster Stelle dem Papst treu ist und nicht dem Staat, den er dient. Deswegen der Satz des Autoren hier ganz wichtig. Jedenfalls verlangt Rom weitestgehende Toleranz für sich in protestantischen Ländern. Also mit anderen Worten, wenn sie selbst in der Unterzahl ist, dann sagt sie von, ja, aber ihr dürft uns nichts tun, wir sind ja nur so eine kleine Gruppe, wir dürfen nicht unterdrückt werden, wir müssen unsere Freiheit haben. Ne? Da guckt sogar mein Hund, wenn ich diese Stimme hier gebrauche. In dem Augenblick, wenn die römisch-katholische Kirche die Mehrheit hat oder die Mehrheit angestrebt hat und schon ziemlich gut im Machtstuhl sitzt, dann ist von der Religionsfreiheit, die sie für sich selber vorher eingefordert hat, keine Sprache mehr, die auch anderen zuzugestehen. Religionsfreiheit ist ein Unding in der römisch-katholischen Kirche. Wie stand das hier gerade eben?
Das Prinzip der Gewissens- oder gar Kultusfreiheit ist der römisch-katholischen Kirche ein Unding. So, Gewissensfreiheit, da gehört meine Religionsfreiheit mit zu, dass ich meine Religion frei wählen kann. Dass ich den Gott der Bibel anbeten kann, wie der Gott der Bibel es von mir verlangt. Und nicht, dass ich den Gott in Rom anbete, wie der Gott in Rom es von mir verlangt. Der, zwischen Anführungszeichen, Gott, um bitte richtig zu verstehen. Ja? Ein ganz, ganz wichtiger Satz. So bemerkt der Jesuit Klaus Schrader in seiner Schrift Der Papst und die modernen Ideen, in der zweiten Auflage von 1867 in Wien erschienen, mit Bezug auf Satz 77 des Syllabus der Fehler von Papst Pius IX, Zitat, darum fordert der Papst in solchen Staaten, in welchen bloß Katholiken wohnen, die alleinige Herrschaft der katholischen Religion mit Ausschluss jeden anderen Kultus oder jeder anderen Religion, mit anderen Worten. Wie steht's in den Konkordaten immer geschrieben? Die römisch-katholische Kirche ist die einzige offizielle Kirche, und neben ihr darf es keine anderen geben. Und wenn es die anderen noch gibt, dann dürfen die nicht unterstützt werden. Zum Beispiel mit öffentlichen Geldern oder was auch immer. Und das sehen wir hier nochmal. Ja? Satz 77 des Syllabus. Ihr könnt euch den Syllabus der Fehler gerne runterladen. Den gibt es auch in Deutsch im Internet. Das ist überhaupt kein Problem. Könnt ihr euch anschauen. Lest dann Satz 77 und seht dann die Antwort von dem Jesuiten Schrader darauf, der sagt, darum fordert der Papst in solchen Staaten, in welchen bloß Katholiken wohnen, also Staaten wie jetzt, ich sage jetzt mal zum Beispiel, wo ist das? Spanien zum Beispiel, da wohnen ja fast ausschließlich Katholiken oder Portugal. Darum fordert der Papst in solchen Staaten, in welchen bloß, also ausschließlich Katholiken wohnen, die alleinige Herrschaft der katholischen Religion mit Ausschluss jeden anderen Kultus. Dagegen muss eine protestantische Regierung schon von ihrem eigenen religiösen Standpunkt, dem der freien Forschung, es ihren Untertanen anheimgeben, zu welcher von den christlichen Religionen sie sich bekennen wollen. Aber Katholizismus ist eben kein Christentum. Die protestantische Regierung muss schon von ihrem eigenen religiösen Standpunkt aus der freien Forschung es ihren Untertanen anheimgeben, zu welchen christlichen Religionen sie sich bekennen wollen. Also mit anderen Worten, die römisch-katholische Kirche gibt ihren Untertanen keine Wahlmöglichkeit. Du musst römisch-katholisch werden auf Gedeih und Verderb. Und wenn du in einem protestantischen Land lebst, dann muss die römisch-katholische Kirche durch Religionsfreiheit die Möglichkeit kriegen, die Leute auch in ihren Kult mit reinzuziehen. Denn der Staat eines protestantischen Staates, also die Regierung eines protestantischen Staates, nicht zu schnell sprechen hier, die Regierung eines protestantischen Staates ist dazu verpflichtet, seinen Untertanen die Wahlmöglichkeit zu geben, zu welcher Religion sie sich bekennen wollen. Und dann können die Katholiken natürlich gleich reinkommen und die alle einverleiben. Was sie niemals tun, durch den Glauben, durch die Bibel zu lesen und wunderbare Predigen zu halten. Nein, nein, nein. Das machen sie durch die Staatsseite. Durch die Hintertür wird man katholisch. So wie wir heute alle katholisch sind, durch die Art und Weise, wie wir erzogen worden. Ja? Und die katholischen Untertanen, fährt der Autor fort, dürfen selbstverständlich, umso mehr sie die volle Parität annehmen oder fordern, wenn sie einer protestantischen Regierung und protestantischen Mehrheit gegenüberstehen. Kommt aus der Moralphilosophie von Katrein, einem Jesuiten, auch wieder mal. Das wagt man auch ganz neuerdings noch im Zeitalter des Toleranzantrages mit dürren Worten auszusprechen. Im Novemberheft der Apologetischen Rundschau in Trier 1906 erschienen, lässt sich M. Canus folgendermaßen vernehmen. Moment. Zitat hier. Eine protestantische Regierung muss schon von ihrem eigenen religiösen Standpunkt aus ihren Untergebenen anheimstellen, zu welcher Religion sie sich bekennen wollen. Dies folgt als notwendige Konsequenz aus dem Prinzip der freien Forschung. Ende Zitat. Ein weiteres Zitat. Ferner kann eine Regierung dann nur ein bestimmtes religiöses Bekenntnis allein billigen und dulden und jedes andere Bekenntnis ausschließen, wenn sie ganz sicher ist, dass ihre Religion die einzig wahre und richtige ist.
Doch wer bürgt dem protestantischen Staate dafür, dass zum Beispiel die lutherische Lehre die einzig richtige ist? Etwa eine Autorität auf kirchlichem Gebiete? Doch eine solche erkennt man ja nicht an. Aus sich allein kann aber eine Regierung diese Überzeugung nicht gewinnen. Allein ein unfehlbares Lehramt kann ihr diese Garantie bieten. Ende Zitat. Und wer ist im Besitz des unfehlbaren Lehramtes? Die römisch-katholische Kirche. Hier wird in dem Zitat gesagt, doch wer bürgt dem protestantischen Staat dafür, dass zum Beispiel die lutherische Lehre die einzig richtige ist? Niemand. Und ich würde auch der lutherischen Lehre nicht beistimmen oder beipflichten. Ich würde auch der calvinistischen Lehre nicht beipflichten oder der presbyterianischen oder der Methodisten oder welcher anderen Kirche auch. Für mich als bibelgläubiger Christ gilt die Bibel und die Bibel alleine. Also, wer bürgt dem protestantischen Staat dafür, dass zum Beispiel die Bibel alleine die einzig richtige ist? Ja, ein protestantischer Staat, den es gar nicht gibt. Es hat nämlich niemals einen protestantischen Staat gegeben, der die Bibel und die Bibel alleine hochgehalten hat. Wird's auch nie geben. Es wird das Königreich unseres Herrn kommen. Und da wird das so sein. Aber da sind wir noch eine ganze Weile von entfernt. Hier in dieser Welt gibt es keine protestantische Regierung, die die Bibel und die Bibel alleine hochhält. Und deswegen sieht man hier, diese ganzen Erklärungen, die man hier in der Welt liest, können für einen bibelgläubigen Christen niemals eine Lösung bieten. Denn die Lösung für einen bibelgläubigen Christen liegt nur in der Bibel. Und von der Bibel wird hier nicht gesprochen. Der Staat spricht nicht von der Bibel. Die römisch-katholische Kirche spricht nicht von der Bibel. Sie verdammt die Bibel. Sie sagt, die Bibel kann man nicht verstehen. Dafür gibt es das unfehlbare Lehramt, um die Bibel für dich auszulegen. Denn dein Gewissen ist nicht frei. Deine Kultusfreiheit besteht nicht. Das ist ein Unding. Mit deiner Kultusfreiheit und deiner Gewissensfreiheit kannst du dir aber die Bibel als höchste Moralinstanz wählen und dich daran halten. Aber das ist für die römisch-katholische Kirche ein Unding. Man verlangt also, dass der Protestantismus aufgrund seiner Prinzipien selbstverständlich alle Zeit Toleranz übe. Das heißt mit anderen Worten, wie Michael sagen würde, man verlangt also, dass der Protestantismus aufgrund seiner Prinzipien selbstverständlich alle Lasten ertragen würde, die die römisch-katholische Kirche ihm auferlegt. So muss man diesen Satz verstehen. Weil dank Michael weiß ich ja, dass Toleranz von dem lateinischen Wort tolerare ertragen kommt. Ertragen, erleiden. Ja? Das heißt, wenn ich etwas toleriere, dann bin ich nicht frei, sondern da wird mir ein Joch aufgelegt. Was hat denn Jesus Christus zu dem Joch gesagt? Komm her und folge mir, mein Joch ist leicht, hat er gesagt. Das Joch der römisch-katholischen Kirche, das Joch in dieser Welt, das ist schwer. Umgekehrt aber will man ultramontanerseits, also von der katholischen Kirche aus, von einem katholischen Staate die politische Toleranz nur dann geübt wissen, wenn sie sich absolut nicht mehr vermeiden lässt, ohne dass der Staat großen Schaden davon nehme. Das ist der Grundgedanke der folgenden Ausführungen. Kann nun ein katholischer Staat den verschiedenen Religionssystemen volle Freiheit gewähren in der Ausübung ihrer Bekenntnisse, wenn diese einmal festen Fuß gefasst haben in ihrem Machtgebiete? Diese Frage ist in den meisten Fällen entschieden zu bejahen. Dann darf und muss er sie dulden, wenn ihre Verweigerung ohne große Nachteile für das Gemeinwohl nicht mehr möglich ist. Also ein katholischer Staat kann den verschiedenen Religionssystemen volle Freiheit gewähren in der Ausübung ihrer Bekenntnisse, wenn diese einmal festen Fuß gefasst haben in die Machtgebiete der römisch-katholischen Kirche. Das darf und muss die römisch-katholische Kirche erdulden,
wenn ihre Weigerung ohne große Nachteile für das Gemeinwohl nicht mehr möglich ist. Und ich sage dazu, wenn die römisch-katholische Kirche findet, dass sie ihre Meinung durchsetzen muss, dann nimmt sie auch die großen Nachteile für das Gemeinwohl in Rechnung, in der Hinsicht, dass sie dann dafür sorgt, dass es von einer ganz schnell von einer de facto Regierung in dem Land zu einer de jure Regierung umstimmt. Das heißt mit anderen Worten, wo die römisch-katholische Kirche ultramontan regieren kann. Da wird sie alles für in die Wege leiten. Der katholische Staat erkennt, wie das von selbst klar ist, als einzig wahre Religion die römisch-katholische Kirche an und daher auch diese Kirche als die einzig berechtigte. Ja? Nochmal. Der katholische Staat erkennt, wie das von selbst klar ist, als einzig wahre Religion die römisch-katholische Kirche an und daher auch diese römisch-katholische Kirche als die einzig berechtigte. Aus sich haben die nicht-katholischen Bekenntnisse kein Daseinsrecht. Nichtsdestoweniger ist auch in einem katholischen Staat die politische Toleranz oder gar die Parität altkatholischer, wenn ich das hier richtig lese, akatholischer, Entschuldigung, oder gar die Parität akatholischer Religionen heutzutage ratsam, ja, meist geradezu notwendig, um das Wohl des Staates zu wahren. So, und was heißt das jetzt, was wir da gerade gelesen haben? Nichtsdestoweniger ist auch in einem katholischen Staat die politische Toleranz oder gar die Parität akatholischer Religionen heutzutage ratsam, ja meist notwendig, um das Wohl des Staates zu wahren. Mit anderen Worten, die römisch-katholische Kirche hält erstmal den Mund, gibt sich erstmal ganz klein, macht erstmal kein großes Feuer an, dass man sie gar nicht groß bemerkt, ja, verscheint gar nicht mal irgendwie ein großes schwarzes Licht, um nochmal mit römisch-katholischen Termen zu sprechen. Sie muss tolerieren, solange sie eben in der Unterzahl ist, und bis zur Parität, also bis zum Gleichstand mit akatholischen Religionen, also antikatholischen Religionen, also alles, was nicht katholisch ist, und dazu ist es ratsam, zum Wohl des Staates, um so lange noch ruhig zu sein. Von daher so diese Aussage von, lieb Vaterland, magst ruhig sein. Na? Versteht ihr das in dem Zusammenhang? Und in einem solchen Falle ist die Toleranz geboten. Ja? Also wenn die römisch-katholische Kirche in der Unterzahl ist oder maximal Parität hat. Wie die Theologen allgemein lehren, ist dann, ist dann die politische Toleranz erlaubt, wenn die Gewährung der Religionsfreiheit mehr Nutzen als Schaden oder umgekehrt die Verweigerung mehr Schaden als Nutzen bringt. Dort, wo einmal diese bürgerliche Gleichstellung mehrerer Bekenntnisse durch Verfassung, Gewohnheit oder sonstige Verträge gewährleistet ist, wird es auch noch eine Pflicht der Treue und Gerechtigkeit, diese zu achten. Das heißt, der Protestantismus übt Toleranz als notwendiges Prinzip, der Katholizismus dagegen nur als notwendiges Übel. Das sollte hieraus deutlich genug verstanden geworden sein, aus dem, was wir die letzten 20 Minuten gelesen haben. Dieser Satz fasst es alles komplett zusammen, ohne dass ihr noch irgendwelche Fragen darüber haben müsstet. Der Protestantismus übt Toleranz als notwendiges Prinzip, der Katholizismus dagegen nur als notwendiges Übel. Und ein notwendiges Übel nehme ich eben nur so lange hin, wie es muss. In dem Augenblick, wenn ich die Übermacht habe, dann mache ich den Sack zu. Und das ist genau der Moment, den wir im Augenblick in den Vereinigten Staaten von Amerika erleben. Da macht die römisch-katholische Kirche den Sack zu. Nach 250 Jahren ungefähr. Es trifft also in der Tat genau zu, was Götz mit Bezug darauf ausführt. Zitat:
Demnach verwirft der Ultramontanismus in katholischen Ländern für den Protestantismus die Kultusfreiheit aufgrund der ultramontanen Lehre, für den Katholizismus beansprucht er sie in protestantischen Ländern aufgrund der protestantischen Prinzipien. Erstere ist ihm eine verwerfliche, letztere eine lobenswerte Kultusfreiheit. Und so sagt zum Beispiel auch Rousseauni auf Seite 230 in seinem Werk, Zitat, es ist klar, dass es eine Freiheit des Kultus gibt, die nicht verdammt und auch nicht zu verdammen ist. In nicht-katholischen Ländern zum Beispiel ist die Freiheit des Kultus eine gute Sache. Sie ist ein Schritt zur Wahrheit. In katholischen Ländern dagegen, wie Spanien, ist sie ein Schritt zum Irrtum und daher etwas sehr Schlimmes. Ende Zitat. Nach alledem wird man zusammenfassend sagen dürfen, Roms letztes und höchstes Ziel ist in der Tat die absolute und unumschränkte Weltherrschaft. Es erstrebt eine völlige Verkirchlichung der Welt unter der unfehlbaren Leitung einer alles umfassenden, alle Gebiete des Lebens umschlingenden Hierarchie, deren Allgewalt alle ohne Ausnahme, auch Fürsten und Könige, Ketzer und Ungläubige, gleichermaßen unterworfen sind. Und man wird dem hinzufügen müssen, es ist Rom niemals eingefallen, dies sein Endziel vor der Welt geheim zu halten. Das offizielle Rom wenigstens, die päpstliche Kurie, hat, wie wir gesehen haben, in ungezählten Kundgebungen bis in die neueste Zeit hinein laut und öffentlich seinen Anspruch auf Weltherrschaft geltend gemacht. Ja, Rom hat sogar ein ausführliches Programm zur Verwirklichung dieses bisher nur in der Theorie vorhandenen Anspruchs aufgestellt und darin unter schärfster Betonung des Endzieles die einzelnen Etappen auf dem Wege zum Ziele deutlich hervorgehoben. Das ist der Syllabus der Fehler von Antichrist Papst Pius IX. Im Zusammenhang mit der Enzyklika Quanta Cura vom 8. Dezember 1864. Tja, und jetzt wollte ich eigentlich mal eine kurze Pause machen, weil die nächste Seite ist so wichtig, da sind so viele Dinge angestrichen und auch die kleine Conclusio, die wir gerade eben gelesen haben, bietet sich eigentlich perfekt dafür an, um das Video für heute nach etwas über 50 Minuten zu beenden, und das werde ich auch tun. Ich werde nur diesen letzten Absatz auf der Seite 14 und den Anfang auf Seite 15 nochmal lesen und euch bitten, ganz genau zuzuhören und euch das auf der Zunge zergehen zu lassen, was hier der Autor Gustav Mix uns zu sagen hat. Nach all dem, was wir bis jetzt gelesen haben, nach allem, was wir bis jetzt erfahren haben, und ich nehme nicht nur das Buch oder das Büchlein, was wir hier lesen, sondern auch Herrscher des Bösen dabei, Hinter den Diktatoren dabei, das Doppelgesicht des Papsttums dabei, Babylon Mysterienreligion dabei, die Himmelskönigin dabei. Wenn wir all diese Dinge gelesen haben und verstanden haben, was darin gesagt wird, dann, sagt Albert Mix, wird man zusammenfassend sagen dürfen, Roms letztes und höchstes Ziel ist in der Tat die absolute und unumschränkte Weltherrschaft. Mit meinen anderen Worten, Roms letztes und höchstes Ziel ist die Umsetzung der Rebellion Luzifers, wie wir nachlesen können in Jesaja Kapitel 14, Verse 12 bis 15. Rom erstrebt eine völlige Verkirchlichung der Welt unter der unfehlbaren Leitung einer alles umfassenden, alle Gebiete des Lebens umschlingenden Hierarchie, deren Allgewalt alle ohne Ausnahme, auch Fürsten und Könige, Ketzer und Ungläubige, gleichermaßen unterworfen sind, arm und reich, frei und gebunden. Kommt euch das bekannt vor? Und man wird dem hinzufügen müssen, es ist Rom niemals eingefallen, dies sein Endziel vor der Welt geheim zu halten.
Das sind keine Verschwörungstheorien, das sind offiziell römisch-katholische Standpunkte. Bullen, Enzykliken, römisch-katholisch-kanonisches Recht, das kann jeder nachlesen. Rom macht da kein Geheimnis von. Sie wollen die absolute, unumschränkte Weltherrschaft. Das offizielle Rom wenigstens, die päpstliche Kurie, hat, wie wir gesehen haben, in ungezählten Kundgebungen bis in die neueste Zeit hinein laut und öffentlich seinen Anspruch auf Weltherrschaft geltend gemacht. Ja, Rom hat sogar ein ausführliches Programm zur Verwirklichung dieses bisher nur in der Theorie vorhandenen Anspruchs aufgestellt und darin unter schärfster Betonung des Endziels die einzelnen Etappen auf dem Weg zum Ziel deutlich hervorgehoben. Das ist der Syllabus der Fehler von Antichrist Papst Pius IX. Im Zusammenhang mit der Enzyklika Quanta Cura vom 8. Dezember 1864. Eine bessere Art und Weise, um diese Lesung abzuschließen, kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Ich hoffe, es war nicht zu anstrengend, mir zu folgen. Ihr könnt ja auch gerne mitlesen, da ich das Papier hier auf Archive veröffentlicht habe. Und ihr müsst ja nicht die Bilder in diesem Video schauen, ihr könnt ja nebenbei gerne das PDF öffnen und mitlesen, zum besseren Verständnis. Und ich möchte auch nochmal daran erinnern, dass ihr bitte eure eigene Nachforschung anstellt. Dass ihr selber mal den Syllabus der Fehler im Internet oder wo auch immer mal nachschaut. Dass ihr mal die Bulle Quanta Cura nachschaut. Dass ihr mal die Bulle Caritas in Veritate oder die Enzyklika Caritas in Veritate nachschaut. Oder Fratelli Tutti, jetzt von Antichrist Papst Franziskus, dem Ersten. Solche Sachen. Dass ihr das nachschaut und dass ihr ganz einfach in der Welt nachschaut und dann die Dinge an der Bibel messt. Genau wie die Beröer in Kapitel 17, Vers 11 aus dem Buch der Apostelgeschichte. Weil da steht es geschrieben, in Apostelgeschichte 17, Verse 10 bis 12, ich lese mal aus der Schlachter vor, es steht geschrieben. Die Brüder aber schickten sogleich während der Nacht Paulus und Silas nach Beröa, wo sie sich nach ihrer Ankunft in die Synagoge der Juden begaben. Diese aber waren edler gesinnt als die in Thessalonik und nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf, und sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhalte. Es wurden deshalb viele von ihnen gläubig, auch nicht wenige der angesehenen griechischen Frauen und Männer. Und das ist eine Hoffnung, mit der ich diese Lesung beendigen möchte. Lest eure Bibel bis zum nächsten Mal und messt alles in dieser Welt an der Bibel. Maranatha. Der größte Trick, den der Teufel je gebracht hat, war, die Welt glauben zu lassen, es gebe ihn gar nicht.